Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Willkommen zurück, back in action. Gucken mal, was es jetzt hier noch gibt. Forschungsstation, ganz gute Treffen, Führungsebene, bla bla bla. Wir benötigen einen geschickten Piloten, der das Gespräch mitschneidet. Das benötigte Lasermikro wird von uns gestellt. Nee, ist nicht so dolle. Wollte ich wieder abnehmen? Da kommen wir noch die Soldaten. So, wo war denn das noch? Nee, das war nicht nett. Hier gab es doch irgendwie den Ruf, ne? Ja, wir sind eher der Söldner, ne? Und Kopfgeldjäger. Okay. Ja, dann. Machen wir hier mal einen Abflug. Sollte mal weil mir sonst der Content-Squatch zu sehr auf den Senkel geht, mal die Musik ordentlich runterdrehen. Wenn es sein muss, schalte ich sie ab. Ja, ins Junkie-System komme ich gerade nicht. Hier wieder so einen Zwischensprung machen, damit ich dorthin komme. So, gehen wir weiter auf Piratenjagd und sammeln Geld. Okay. Ich wagte es ja eigentlich zu bezweifeln, aber na gut. So, dann. Sollten wir mal zur Handelsstation, denke ich. Ich habe keine Zeit für die Warteschlange. Ich protestiere. An der Computer, Feierabend. Das sind so diese Händler, oder? Ne? Ja, meckern mit den Vorsprüngen.
sie uns angreifen. Seinen Satelliten zerstören. Ja gut, machen wir. So, machen wir was anderes. Das ist doch interessant, ne? Gibt's denn Schönes in Minecraft? Eigentlich gerade nichts Besonderes, ne? Achtung, also hat sich die Geldsamme leider noch erstmal erledigt. Den Auftrag machen wir noch und können ein bisschen Story weiterspielen. Das gibt quasi hier auf dem Weg zur Story. Da passt das. Direkt dahin. Ich muss noch einen Zwischensprung machen. Junge, Junge, Junge. Hoffentlich können wir das bald verbessern. Im Moment nervt mich das nämlich schon. Wieder Piraten, ne? Ja, na klar. Deine Furcht, er wird dein Untergang sein. Ja, das klingt doch sehr gut. Bekannt sein ist cool. So, dann kann ich echt von da nicht nach dort, sondern muss erst darüber springen, ja? Nee. Ist denn das die Möglichkeit? Tja, so ist es. Ja, jetzt komme ich da auch in das andere System. Raus aus Alpha Centauri oder wie auch immer. An alle Schiffe. Die Operation gegen den Piratenkonvoi startet jetzt. Piloten, die sich dem Angriff anschließen, erhalten eine Prämie für jeden abgeschossenen Piraten. Ja, geil. Hier, Kreuzer. Es kommen weitere Piratenjäger aus dem Hyperraum. Sie nehmen Kurs auf uns. Wo findet das statt? Ich möchte mitmachen. Ah, hier hinten. Ich muss noch einen angreifen. Das war's.
zweites Schiff. Sie begehen einen kriminellen Akt. Als Kollaborateur werden Sie nun exekutiert. Es sieht so aus, als bekämen wir unerwartet Hilfe. Danke, Freund. Außer Kontrolle! Oh ja, das ist blöd. Er hat mich! Hier, Kreuzer, die Gegenwehr ist stärker als erwartet. Jägerstaffel bereit für Alarmstart. Ich jetzt gerade echt mit dem Piraten. Eigentlich wollte ich das andersrum machen. Hier, Kreuzer. Wir haben hohe Verbuchs. Kreuzer an alle Schiffe. Die Piraten bekommen weitere Verstärkung. Hier, Kreuzer. Weitere Verluste. So hatte ich das jetzt eigentlich nicht geplant. Ich probiere mal das automatisch speichern. Weil das wäre jetzt blöd. An alle Frachterpiloten, bleiben Sie in Warteposition. Muss ich den Satelliten nochmal abschieben. Und das war's dann auch. Zwischendurch speichert. Ja, weil hier Terrorist werden wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das hat nämlich dann ziemlich krasse Nachteile mit sich. Naja. Wenn das gleich nochmal so ist, wenn ich dann darüber komme, dann. Ja. Hey, schau mal da vorne. Was ist das für ein Schiff? Das sieht ja heiß aus. So eins habe ich noch nie gesehen. Das war bestimmt teuer. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ein paar Tage her, aber ja, cool. Man beneidet mich um mein Raumschiff. Na, Piraten? Ja. Wie viele? Ach, Gottchen. Das ist ja niedlich. Das Kopfgeld nehmen wir mit. Gleich hab ich dich! Das war mein Schild! Schön! Zerstören wir eben fix den Satelliten für einen Nahen- und Kleinkrieg. Zwischenzeitlich mal speichern, das ist jetzt, denke ich mal, eine gute Idee, damit mir der Mist nicht nochmal passiert. Für 2004 war Dual Core dann auch schon recht fresh, ne? Ich
meine, seinerzeit hatte ich einen Athlon XP, den 3200 plus Baryton mit einer 7800 GS, lass mich lügen, von Game World, die Golden Sample. Die PCI Express Karte mit dem Adapterchip für AGP. So muss das gewesen sein. So. Gucken wir uns den Schlamassel nochmal an hier. Piraten? Komm, ich helfe mal. Also gegen die Piraten natürlich. Verbündet habe. Ist ja alles lässig hier. Kreuzer an alle Schiffe. Die Operation gegen den Piratenkonvoi startet jetzt. Piloten, die sich dem Angriff anschließen, erhalten eine Prämie für jeden abgeschossenen Piraten. Ja, dann zeig her die Piraten hier. Ich sehe hier keinen auf der Karte. Hier, Kreuzer! Es kommen weitere Piratenjäger aus dem Hyperraum! Sie nehmen Kurs auf uns! Die Grünen oder die Blauen? Das ist die Frage. Ziel eliminiert! Hey, pass auf wen du schießt! Ausgezeichnet! Der erste Frachter wurde ausgeschaltet! Okay. Hier, Kreuzer! Der zweite Frachter wurde eliminiert! Konzentriert das Feuer auf den letzten! Kreuzer an alle Schiffe! Die Piraten bekommen weitere Verstärkung! Hier, Kreuzer! Soeben wurde der letzte Frachter vernichtet! Gratulation! Steigen wir hier gleich mal voll mit rein in den Krieg hier. Macht ja Spaß, ne? Das ist dein Ende, abgesessen! Wichtiger Schlag gegen die Piraterie. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, nett. So, es hat sich ja einiges aufgetan. Ich glaube, da wo die Planeten dort angezeigt werden, dort gibt es dann wahrscheinlich Artefakte. So könnte es auch laufen. Jetzt machen wir uns hier erstmal auf zur Handelsstation, speichern und beenden diese Folge mal eben. Bisschen GTA-mäßig, ne? Wir fahren in die Garage, speichern und dann können wir die Aufnahme beenden, so ungefähr. Spielt sich tatsächlich auch ähnlich so, speicherhalber, ne? Ja, ich kann auch nicht den Weltraum abspeichern, dann ist ja nichts. Oh, bis zum nächsten Mal. Da ist Dark Summer. Mach's gut.